Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der SKD News, das Wichtigste in nur 120 Sekunden. Und mein Name ist Thorsten Borberg. Heute haben wir mal wieder eine Auslandsedition. Ich bin gerade in Barcelona gelandet, auf dem Flughafen El Prat in Barcelona, Catalunya, und scoute die Location für das nächste Krämer Fitness Event. Das findet im September hier statt und ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich freue mich, wenn ihr euch jetzt schon anmeldet oder für unsere vielen, vielen Veranstaltungen, die wir nächstes Jahr machen, nämlich die Fitness Future Days. Was gibt sonst Wichtiges? Wir stehen kurz vor einem Lockdown, würde ich sagen. Überall gilt schon 2G, 2G plus, 3G oder die Studios mussten schon wieder schließen. Das ist sehr, 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 sehr erschütternd für mich. Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, aber wie so oft müssen wir einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Wer trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken will, dem habe ich zwei Dinge angeraten. Das eine ist unser Partner Jörg Eutheneuer, der jetzt auch in diesen Situationen Promotions macht und in dem Pilotprojekt innerhalb von 3 Wochen mehr als 100 neue Mitglieder gewonnen hat, mit Direktansprache von Menschen bei Promotions. Das zweite ist ein anderer Weg, Neukunden zu gewinnen, über unseren Partner die Trainingsinsel, nämlich mit klassischem BGM und einem ganz interessanten Ansatz, den Ringo Mosch und sein Team dort gefunden haben. BGM, fest verankert in Unternehmen und sicherlich einer der Zukunftsmärkte, der mehr ist als nur eine Mitgliedschaft für kleines Geld an Firmeninhaber zu verkaufen. BGM ist nachhaltig und wie man das umsetzen kann, mit großen Konzernen und nachhaltig. Das zeigt Ringo Mosch mit Trainingsinsel. Auch von ihm gibt es aktuelle Informationen hier am Ende dieses Videos. Ja, ich gehe jetzt hier noch ein Bierchen trinken und ein Bocadillo essen. Wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten Borberg.